Ja, eine steuerflüchtige Lesbe. Andere werden als Säufer Denunzianten und verlogene Verräter bezeichnet. Man müsste ihnen das Maul hauen, ihnen die Eier abschneiden. Sie seien lebensunwertes Leben. Die Spätnachrichten zeigen den Vorsitzenden einer Partei, die im Bundestag vertreten ist. Auf einer Kundgebung sagt er, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Und das ist kein Versehen, kein Versprecher, kein Tippfehler im Manuskript. Der Politiker wollte sagen, was er sagt. 65 Millionen tote Soldaten und Zivilisten, 6 Millionen ermordete Juden, erzählen nicht. Er kennt seine johlenden Zuhörer, er weiß, was sie hören wollen und er weiß, worüber die Journalisten berichten werden. Es ist die Sprache, die unser Bewusstsein verändert. Einige Wochen später fliegen Bundespolizisten mit einem Tunesier nach Düsseldorf. Quatsch. Von Düsseldorf nach Tunis. Er soll in Moscheen salafistische Hasspredigten gehalten haben und früher in der Leibgarde Bin Ladens gewesen sein. Er sei ein Gefährder, wird gesagt, aber kein Gesetz erklärt, was damit eigentlich gemeint ist. Tatsächlich wurde dieser Mensch nie verurteilt. Vor 11 Jahren stellte die Bundesanwaltschaft die Verfahren gegen ihn ein und die Verdachtsmomente reichten nicht aus. Der Gefährder war kein Verdächtiger. Ferdinand von Schirach. Drei Klagen dieses Mannes werden jetzt vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Die Behörden wollten den Mann abschieben. Das Verwaltungsgericht erklärte, das sei nicht möglich, solange seine Verfahren nicht abgeschlossen seien. Das Gericht faxte den Beschluss zur Bundespolizei. Er traf dort zu spät ein. Das Flugzeug war schon 1,5 Stunden in der Luft. Das Verwaltungsgericht ordnet nun an, der Mann müsse zurückgebracht werden. Seine Abschiebung sei grob rechtswidrig. Sie verletze grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien. Die Stadt klagte dagegen und verlor. Keine Behörde darf laufende Verfahren oder Beschlüsse irgendwie ignorieren. Die Gerichte müssen darauf vertrauen. Das Oberverwaltungsgericht spricht von evidenter Rechtswidrigkeit. Es ist ganz gleich, um wen es geht. Das Recht schützt auch Menschen, die es verachten. Der Chefredakteur einer bürgerlichen Zeitung verfasst einen kurzen Text für die Online-Ausgabe. Die Entscheidung des Gerichts zeige, so schreibt er, dass der Rechtsstaat funktioniere. Die Leser dieses Artikels sind wütend.
auf der Internetseite der Zeitung verfassen sie in kürzester Zeit hunderte Kommentare. Dem dem Chefredakteur werden Strafen angedroht. Nur technokratisches Gezeter sei der Beschluss des Verwaltungsgerichts, schreibt einer. Und ein anderer fragt, was soll das denn bitte für ein Recht sein, was nicht dem deutschen Volk hilft, sondern ihm schadet? Hans Frank war einer der ersten Gefolgsmänner Hitlers. Schon 1923 war er bei dem Marsch auf die Feldherrnhalle in München dabei. Alter Kämpfer, hieß das bei den Nazis. Sie meinten es ehrenvoll. Hans Frank wurde Justizminister von Bayern, kurze Zeit danach Reichskommissar für die Gleichschaltung der Justiz in den Ländern und für die Erneuerung der Rechtsordnung. Später war er Generalgouverneur von Polen. Die Menschen dort nannten ihn den Judenschlechter von Krakau. Auf dem Deutschen Juristentag 1933 erklärte er, alles, was dem Volke nützt, ist Recht. Alles, was ihm schadet, ist Unrecht. Solche Sachen von Ferdinand von Schirach lese ich gerne. Und ich trinke auch gerne Kaffee. Und ich rauche gerne Zigaretten. Hier, bei Luchterhand erschienen. Tolles Buch, Konzert, Theater.